Wenn dir irgendjemand erzählt, dass du so Vibrato machen solltest, sogenanntes Schüttelvibrato, dann bleib jetzt unbedingt dran und schau dieses Video. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um eine Technik, die sehr begehrt ist beim Saxophonspielen, sehr umstritten ist und ja auch durchaus ein bisschen kontrovers im Bereich Klassik und Jazz diskutiert wird. Es geht um Vibratospiel auf dem Saxophon. Warum machen wir eigentlich Vibrato? Vibrato wurde eingeführt vor einigen hundert Jahren in der Barockmusik. Ja, warum? Gerade für Sänger damals, die in großen Räumen aufgetreten sind, gab keine Mikrofone, keine Verstärkung. Und Vibrato macht den Ton einfach größer, reicher, fetter, voller. Es gibt natürlich auch einen eigenen Touch, also Spielraum für Individualität. Jeder Mensch kann dieses Vibrato total individuell selbst gestalten. Und das macht es natürlich auch zu so einem Alleinstellungsmerkmal. Es bietet auch die Abhebung von anderen Instrumenten. Also gerade wenn du in einem Ensemble spielst mit vielen gleichen Instrumenten, vielen Bläsern, vielleicht sogar einem Saxophon-Ensemble, was sehr homogen vom Sound ist, dann hast du durch Vibrato dort auch die Möglichkeit, dich abzuheben. Aber natürlich auch im Orchester, Blasorchester, Symphonieorchester, wo auch immer. Ja, du kannst dich klanglich abheben. Seit wann wird das am Saxophon gemacht? Ungefähr in den 20er Jahren. Dixie, New Orleans, früher Swing. Leute wie Sidney Bechet zum Beispiel, vielleicht kennst du Petit Fleur, seine Aufnahme. Einen klassischen Saxophon vom Jazz inspiriert. Ja? Also in den 30er, 40er Jahren hat man dann angefangen, Vibrato auch da zu verwenden. Marcel Mühl, Jean-Marie Londix, aber auch natürlich die Rascher-Schule, Sigurd Rascher und andere Saxophonisten da. Und die haben natürlich auch ihre ganz spezielle Art, Vibrato zu spielen, entwickelt. Und auch wenn man heute so schaut, im klassischen Bereich, ist es sehr, sehr unterschiedlich. In diesem Video möchte ich dir 5 umsetzbare, leichte Strategien an die Hand geben, wie du Vibrato in dein Spiel integrierst und wie du dich dieser Sache näherst, wenn du vielleicht noch gar keine Erfahrung damit hast. Wie du Vibrato noch schneller und intensiver lernen kannst, das erfährst du in meiner School-Community. Die läuft jetzt seit Juli. Wir sind jetzt 100 Mitglieder. Da gibt es eine 7-Tage-Challenge, die du sofort, wenn du dort eintrittst, absolvieren kannst. Die ganze Community ist kostenlos. Ich habe jetzt viel hin und her gemacht und geschaut, wie ich das irgendwie für mich regle. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die erstmal nochmal kostenlos zu nehmen. Und das wird nicht ewig so bleiben, weil ich will natürlich auch irgendwann von meiner Arbeit mal leben. Aber ich möchte es erstmal einfach so jetzt probieren und ich lade dich ein, dieses Angebot anzunehmen. Ich bin dort sehr aktiv. Es gibt von den 100 Leuten, denke ich, an die 30 bis 35 Leute, die dort auch jeden Tag sehr, sehr aktiv sind, die dort viel posten, viel Input mitliefern. Es gibt nette kleine Aktionen, wir sind schön zusammengewachsen. Ich habe ja meine Saxophon-Retreats auch 3 Stück dieses Jahr gemacht. Es war echt ein krasses Jahr. Und das wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Alle Informationen dazu, alles zu meinem Unterrichtsuniversum, sage ich mal, läuft in dieser School-Community. Das heißt, wenn du meine Videos gern anguckst, wenn du davon profitierst, dann kann ich dir nur empfehlen, geh in diese Community und du wirst dort einfach noch viel mehr wertvolle Informationen für dich, für dein Saxophonspiel finden. Die Community heißt nicht umsonst Besser Saxophon spielen. Ich verlinke sie dir drunter und freue mich, wenn wir uns dort bald sehen. Lass uns deinen Sound auf die nächste Stufe heben. Los geht's. Die erste Strategie wäre erstmal die richtige Atmung. Ja, viele Menschen denken immer, das passiert nur hier oben mit den Lippen. Es passiert zum Großteil mit den Lippen. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir, sage ich mal, eine gute Voraussetzung hier unten schaffen. Also die tiefe Atmung in den Bauchbereich, die ist enorm wichtig. Also probiere ruhig erstmal, um dich einzustimmen darauf. Tiefe Atmungen, vor allen Dingen dich auf langes Ausatmen zu konzentrieren. Langes Ausatmen bedeutet immer, du kannst auch viel einatmen. Ja, wenn du immer ein bisschen mehr versuchst auszuatmen, schaffst du immer ein bisschen mehr Platz, sage ich jetzt mal einfach, dass du wieder mehr einatmen kannst. Nummer 2, übe es in Slow Motion. Also erstmal wirklich klar machen, was hier passiert. Was passiert mit deinen Lippen? Und für mich ist immer die Vorstellungshilfe ganz schön, wow, wow, wow zu denken oder uah, uah, uah ist noch besser, weil dann hast du
zu, A auf. Ja, wir brauchen Flexibilität hier im Ansatz. Und wenn ich das jetzt so übertreibe, später ist es natürlich viel kleiner, aber wenn du meine Videos schon kennst, dann weißt du, ich bin immer so ein Freund, Dinge erstmal ein bisschen zu übertreiben, damit sie klar werden. Also probier ruhig wow, wow, wow oder ua, ua, ua. Sprich das erstmal, sing das erstmal. Die Luftführung muss stabil sein. Also du brauchst für dieses ua, ua eine sehr, sehr gute Luftführung. Ja. Die muss auf jeden Fall da sein, sonst funktioniert das nicht. Und die Unterlippe ist im Prinzip flexibel. Ja. Es ist auch so, dass der Ton nicht nach oben und nach unten geht, ja, was manche immer fälschlicherweise denken, sondern er geht nur nach unten. Ja. Du gehst von hier. Bei diesen Vorübungen achte auf jeden Fall darauf, dass das Ganze schön rund und weich ist. Weil was wir nicht haben wollen, ist U-A, U-A, U-A. Keine Zickzackwelle, ja? Die sollte schon schön rund sein. Generell können wir zwei Dinge beim Vibrato beeinflussen. Das eine ist die Frequenz, also wie schnell mache ich das. Und das andere ist die Amplitude, ja? Also wie stark ist die Veränderung in dem Ton. Die Strategie Nummer 3, die nennt sich 2-4-8. Und zwar beginnst du, nimmst einen Ton, wo du dich wohlfühlst. Ich finde, am Anfang beim Vibrato funktioniert die zweite Lage immer besser, also alles über D2, weil es einfach vollere Griffe sind, wo du ein bisschen Widerstand hast. Ich nehme jetzt mal ein E2. Und du nimmst quasi 2, 4, 8, verdoppelst es immer. Fang ruhig langsam an. Ja, also man könnte auch sagen, halbe, dann Viertel, dann Achtel. Oder je nachdem, wo du anfängst, Viertel, Achtel, Sechzehntel, ja, dass du den Rhythmus immer wieder verdoppelst. Und ich würde dir empfehlen, mit einer großen Amplitude zu starten, dass du erstmal hier ein Gefühl dafür bekommst. Wow, 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 ja. Ja, wie das hier oben funktioniert. Wenn das geht und du das ein bisschen geübt hast, dann kannst du weitergehen und du machst aus 2, 4, 8 3, 5. Ja. Das bedeutet, wir versuchen eine unregelmäßige Struktur zu machen. Ja, das wäre eine Triole und eine Quintole in Rhythmus übersetzt. Triole und für Quintole ist meine Silbe mal da la piccola. Da la piccola. Triole, da la piccola, triole, da la piccola. Das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Bleib gerne erstmal auch bei den geraden Rhythmen. Wenn das funktioniert, kannst du zu den ungeraden Rhythmen gehen. Hintergrund ist einfach der, dass wir das Vibrato nicht immer so berechenbar wow, 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 wow machen, sondern dass wir natürlich auch damit spielen wollen. Ja? Und die Magie, the magic happens, wenn es nicht so ganz regelmäßig ist. Ja, wenn sich Töne so wow, 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 auch so einschleichen können. Ja, das ist eine schöne Möglichkeit, langsam zu beginnen und immer schneller zu werden. Wow, 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 wow. Und auch in der Amplitude vielleicht sogar mal größer zu werden. Ja, die vierte Strategie ist, wir gehen ein bisschen weg von den Lippen und gehen eher zum Zwerchfell. Ja, das, was ich ganz am Anfang auch erwähnt hatte, Vibrato durch die Luftsäule, also durch die Veränderung der Luftsäule zu erzeugen. Ja, das ist am Anfang, wenn man das immer nur hier oben macht, erstmal nicht so ohne das psychologisch klar zu kriegen, wie ich das dann eigentlich mache. Im Prinzip nimmst du dann einfach kurz ein bisschen von dem Luftstrom weg. Und es ist für mich, es ist nur für mich, mein Bild, vielleicht hilft dir das auch, so eine Art Pumpen hier unten. Ja, mit dem Zwerchfell. Und damit merkst du schon, hier geht es weniger um Tonhöhenunterschiede, sondern mehr um laut-leise Vibrato.
wie solche Impulse, die dann immer kommen. Ja. Ich empfehle am Anfang erstmal das Lippenvibrato und sich dann eher dem zu nähern, weil das schon natürlich erstmal, wenn du das nicht so viel machst, schwieriger ist erstmal zu kontrollieren, das Zwerchfell, ne, diese Bewegung, dieses Pumpen. Pumpen ist nur mein Bild, ja. Also bitte den nicht hier. Aber ich denke, du verstehst, wie ich das meine. Probier aber gerne erstmal das Lippenvibrato. Ja, ich weiß, dass in der französischen klassischen Saxophonschule dieses Zwerchfell-Vibrato oft angewendet wird. Und es ist auch zum Beispiel, wenn du mit Orchester spielst oder wirklich eine große, durchdringende Welle brauchst, na, dann ist das ziemlich cool. Es kommt an seine Grenzen, wenn man wirklich sehr intensiv und schnell spielen will. Kann es sein, dass du ein schönes Bauchmuskel-Workout gemacht hast, wenn du das viel übst. Strategie Nummer 5 ist natürlich experimentieren und improvisieren mit kleinen Melodien. Ja? Und hier lade ich dich auch ein, verkompliziere es nicht. Ja? Bleib einfach kleine Melodiefetzen und experimentiere damit rum. Es ist im Prinzip ein Ausdrucksmittel. Es hat auch was mit Gefühl zu tun. Ja? Und du darfst dieses Gefühl hier auch zulassen. Wo möchte ich das anwenden? Es muss nicht auf jeder Note sein. Ich kenne Saxophonisten, die können keinen Ton mehr ohne spielen. Die haben auch dann wirklich so. Ich gehörte auch mal zu dieser Spezies, gebe ich ja zu. Aber es ist viel schöner, wenn man auch variieren kann. Und wenn du dein Stück hast, wenn du was Langsames, Getragenes hast, es gibt ein wunderschönes Stück von Joshua Redman. Die Melodie geht. Wo er so ganz sachte das Vibrato einsetzt und die Töne am Anfang sind eigentlich gerade und dann kommt es immer wieder so rein. Probier das einfach schön in so kleinen Stücken einzufügen. Mit diesen 5 Strategien wirst du schnell Fortschritte machen. Gib deinem Ton mehr Leben und Lebendigkeit durch dieses Vibrato. Nutze es einfach. Es ist ein tolles Mittel und denk einfach daran, du musst es nicht immer und überall nutzen und verkompliziere es einfach nicht. Also fang einfach damit an. Probiere es auf langen Noten am Anfang und ich empfehle dir auch, mit der Lippenvariante zu starten und die Zwerchfellvariante dann später mal dazu mit auszuprobieren. Mich interessieren deine Erfahrungen mit Vibrato. Spielst du schon mit Vibrato? Spielst du noch nicht damit? Wie machst du das? Was hast du für Erfahrungen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns bald im nächsten Video. Tschüss!